Fall heißt Hönigsbach. Das ist eine Quelle, entspringt auf 1600 Metern Höhe, stürzt da drüben 200 Meter ab. Eine Verlängerung, wenn Sie raufschauen, diese Spitze da oben, der Berg, das ist dann der Jänner, der ist 1874 Meter hoch. Da führt ja auch von Dorf Königssee aus eine Seilbahn rauf. Das ist dann die Jännerbahn, im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel und im Winter ist da oben ein kleines, aber anspruchsvolles Skigebiet. Jetzt ein paar Maße hier zum Königssee. Wir liegen hier 602 Meter über Meeresspiegel. Die gesamte Länge, das sind 8 Kilometer. Die breiteste Stelle 1,2 Kilometer. Die Durchschnittstiefe 120 Meter. Die tiefsten Stellen gehen bis knapp an die 200 Meter. Und damit ist der Königssee auch der zweittiefste See in Deutschland nach dem Bodensee. Das Gebiet hier rund um den Königssee ist Naturschutzgebiet, seit 1978 gehört es der Kernzone des Nationalparks an. Also hier darf nichts mehr verändert werden, es darf nichts mehr verbaut werden und hier am See wurde fast jeder Wassersport verboten. Also Surfen, Segeln, Sporttauchen, Sportangeln, Schlauchbootfahren, Kajakfahren oder Stehpaddeln, das ist hier am Königssee nicht erlaubt. Was man machen kann, man sitzt da drüben auch, man kann sich also so ein Wetter wie heute stundenweise Ruderboote mieten. Und das Baden und Schwimmen ist natürlich hier erlaubt am Königssee. Das hält sich aber auch meistens von selbst in Grenzen. Die Wassertemperatur zurzeit 13 Grad.